So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam Himmel. Oh, yay, süßer Duft lockt Pokémon an. Wir sind im letzten Part mit unserem lieben Mentor, Meister, whatever, Amaldo in die Schicksalshöhle gegangen. Das soll quasi jetzt die ultimative Challenge sein, wie er wohl gesagt hat. Und wir sind gerade fast gestorben mit Fluffeluff. Oh mein Gott. Nun ja, aber es ist noch ein Nidoking aufgetaucht und der möchte Beef, weil er irgendwie scheint uns nicht zu trauen. Oder keine Ahnung, wir wissen ehrlich gesagt überhaupt nicht, was los ist. Wir wissen eigentlich nicht mal, ob wir Amaldo trauen können. Aber ich möchte Amaldo trauen, weil ich mag Amaldo. Auf jeden Fall mag ich Amaldo mehr als Nidoking. Ja, steinig mich, aber es ist nun mal so. Und zwar nicht nur dieses, sondern ganz allgemein gesprochen. Boom. Zack, und er killt einfach das Knilz, sagt er jetzt bestimmt. Ja, es tut mir leid, aber das sind wahrscheinlich genauso keine echten Knilz wie die Hopfsprouts. Keine echten Knilz. Ja, die Hopfsprouts waren garantiert keine echten Knilz. Woran das wohl liegen könnte. Ihr wisst, was ich meine. Meine Güte. Na, mach du das mal, Amaldo. Meister, mach du das bitte. Bitte, kümmere dich darum. Komm schon. Do it. Bad dude. Wird aber der Lehm-Orb drin, der Seher-Orb. Und ja. Bin gespannt, wie tief die Schicksals. Ach, einen Zwischenspeicher gibt's hier. Ah, I see. Das ist eine Wegmarkierung für den Dungeon. Von hier aus geht es in die Tiefen der Schicksalsschlucht. Sie dient als Wegmarkierung. Ach so, also werden wir bald in die Tiefen reichen. Ganz genau. Ich bin mir nicht sicher, wo wir uns gerade über die Wegmarkierung im Dungeon unterhalten. Wegmarkierung zu erreichen bedeutet in der Regel, dass sich am Ende irgendwas erwartet. Etwas erwartet uns? Was kann das sein? Zum Beispiel der Boss dieses Dungeons. Ja, schön beschrieben. Fourth Wall Breaking. Boss? Ja, ganz genau. Gibt es in einem Dungeon einen Boss, schreitet man lieber mit Vorsicht voran. Bosse können deine Anwesenheit leicht fehlinterpretieren und denken, dass du ihnen ihr Gebiet streitig machen willst. Sie sind meistens nicht gewillt, dir zuzuhören. Es besteht ein hohes Risiko, angegriffen zu werden. Bosse von Dungeon scheinen nicht viel Geduld zu haben. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt Geduld haben. Wie auch immer, wir sollten uns kurz stärken, bevor wir weiter vordringen. Ja, Meister. Okay, ich würde sagen, diese kurze Stärkung sieht daran aus, dass wir einfach mal Platz im Inventar schaffen. Nicht, denn wir können das nicht tun. Okay, wir gehen einfach mal weiter. Fortfahren. Naturellement möchten wir das. Schicksalsschlucht Tiefen U1. Guck mal, ein starrer Lili. What the hell? Das ist natürlich ein richtig gefährlicher Boss. Und verdammt doch mal, das sieht echt genial aus hier unten. So ein schönes Smaragdgrün. Nice, gefällt mir. Generell die Gebiete, aber das habe ich ja schon mehrfach gesagt, sind echt wunderschön gestaltet, finde ich. Ich weiß nicht, ob ich auf die Löcher da drauf treten kann. Ich mach's mal. Dann passiert scheinbar nichts. Die Musik wirkt auch ziemlich bedrohlich, muss ich nebenbei doch nochmal kurz anmerken. Super, jetzt kommt wieder diese Imba-Schutzschild-Attacke, die schon immer extrem Imba war. Also hier im Mystery Dungeon jedenfalls. Gut, hält's auf jeden Fall. Ach du Scheiße. Na gut, es zieht ja immer nur die Hälfte ab, wissen wir ja. Oh. Der hält ein bisschen was aus, scheinbar. Amaldo, bitte mach du das. Ich trau mich nicht. Echt eine saubedrohliche Musik hier. Hört mal kurz rein. Ja, und schon wird sie vom Level-Up unterbrochen. Ja, Level rauf. Um 4, um 3, um 3, um 3. Und Landpirat nochmal um 3. So, jetzt hört einfach nochmal hin. Oh ja, finde ich schon sehr bedrohlich. Also, wollen wir mal schauen, wohin uns das Ganze am Ende führen wird und wie tief die Tiefen sein werden. Diese Tiefen sind ja an sich meistens nicht so lang wie das, was wir davor gemacht haben. Jedenfalls war es im ersten Teil so. Ich weiß nicht, ob es hier im zweiten Teil immer noch so ist. Ich könnte es mir jedenfalls äußerst gut vorstellen, dass dem so ist. Aber naja, wollen wir da erstmal schauen. Hallöchen, Blanas. Na, ich habe hier was für dich. Ein Stein und noch eine normale Attacke. Verdammt, der hält das noch aus. Wieso? Aber jetzt ist er down. Oh, Kokobai pennt hier. Naja, wir gehen mal. Tschö. Richtig gute Atmosphäre wird hier gerade aufgebaut. So. What the hell? Ey, tu das nicht. Wow, boom. Oh Gott. Die machen uns immer fast kaputt. Hier muss man nochmal nebenbei neidlos anerkennen. Das gefällt mir persönlich aber nicht sonderlich gut. Wow, Kokobai, ein entwickeltes Pokémon. Und bringt aber ganz schön wenig XP dafür, dass die anderen so viel bringen. So vergleichsweise. Käfer. Biss. Oh mein Gott, er hat Fluffeluff besiegt. Wie kann er es wagen? Sterbige er. Gut, aber wir haben eben noch einen Belebersamen gefunden. Ah, wir haben noch zwei. Easy. Ja, kein Problem ist das. So. Na, schade. Ich dachte, vielleicht ist da noch ein weiterer Belebersamen, für den wir gerade nochmal benutzt haben. Also quasi ein kleiner Belebersamen-Bonus. Whatever. Der. Ich denke mal, die über 10 wird das wahrscheinlich nicht gehen. Ich tippe jetzt einfach mal auf
7. Oh, guck mal, Rubella. Was machen die ganzen Pflanzen hier? Wird wahrscheinlich ein Pflanzenboss sein, gegen den wir da kämpfen werden gleich, ne? Oh Gott, ey, das ganze Geld. Ich hoffe, wir dürfen es behalten. Übrigens, danke. Ihr habt mir gesagt, nämlich, dass die ganzen Bonus-Episoden sich in keiner Art und Weise auf die Hauptquest auswirken. Das ist gut zu wissen. Außer halt, dass ich ein bisschen Geld kriege. Was mir sagt, dass ich scheinbar das Geld tatsächlich mitnehmen darf. Und die Items? Ich glaube, das stand da auch. I'm not sure. So, U5. Ich muss sagen, die ziehen uns zwar ganz schön viel ab, aber sonderlich schwer ist es immer noch nicht, weil Fluffeluff einfach so überkrass genial ist. Dude, komm mal näher. Boom. Gut, das ist eine Sackgasse. Da gehen wir mal besser nicht lang. Das bringt uns nämlich nicht weiter. Aber das da unten könnte uns weiterbringen. Ein Trefferorb. Keine Ahnung, was der bewirkt. Auf jeden Fall ist das Staralide als erster Mal Geschichte. Weil Amaldo sich darum kümmert entsprechend. Unser lieber Onkel. Onkel Amaldo. Na, wie geht's dir so? Ich habe keine Ahnung, wie es dir geht. Verrate mir noch bitte mal was. Guck mal, das ist die Treppe auf jeden Fall. Das kannst du mir noch verraten. Aber ich habe gerade von Welp schon gesehen. U6. Oh, wieder jede Menge Zeug, das hier rumliegt. Boom, ein kleines Staralide, das aufs Maul möchte. Auch das ist nicht neu. Und noch irgendwas anderes, was verprügelt werden möchte. Schon wieder ein Staralide. Junge, lässt du meine Amaldo in Ruhe? Danke. So, oh Gott, wir haben Blanas verfolgt. Oh Gott, Staralidi voraus, Blanas hinter uns und ich habe nichts mehr zum Schmeißen. Das heißt also, ich werde jetzt die Dornen werfen? Ach, da, doch, wir haben nur noch was zum Schmeißen. Komisch, war wohl nicht fixiert. Nein, nehmen einfach die Eisendorn, ist egal. Hier, bitte, boom. Ja, macht das Gleiche. Zack, und Geschichte. Und Amaldo kümmert sich jetzt bitte um den da unten. Dankeschön, oh, hat überlebt. Ich bin ja schwerst beeindruckt. Oh, das ist sehr effektiv. Oh, oh. Lass dich nicht verarschen, Amaldo. Wollte gerade schon sagen. Das kannst du besser als er. Auf jeden Fall. Definitiv. Alles andere wäre gelogen und erstunken. Erstunken und erlogen. Vielleicht, wie wär's mal mit der Formulierung? Naja, keine Ahnung. Dann liegt noch... Ach Gott, nee, kein Bock. Da kommt schon wieder irgendein Pokémon. Und war das jetzt Ebene 6, glaube ich, ne? Na, fast richtig. Hm. Nicht ich. Das ist anscheinend die tiefste Teil der Höhle. Mach dich bereit und sei auf der Hut. Du kannst nie wissen, was dich erwartet. Dort ist eine Tür. Brennende Fackeln rundherum. Lass mich raten, wie er die Tür aufmacht. Meister, gibt es auch hier einen bestimmten Trick, um die Tür zu öffnen? Du hast wirklich viel dazugelernt, Junior. Ich denke schon. Diese Fackeln müssen der Schlüssel zum Mechanismus sein, der die Tür öffnet. Darüber hinaus ist dies ein sehr verbreiteter Mechanismus. Was müssen wir tun? Das ist einfach. Wenn wir alle Fackeln löschen, wird sich die Tür öffnen. Sieh mal. Hier kommt Aquaknarre. Yay. 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 Hm, sehr gut. Er ist wirklich ein meisterhafter Erkunder. Die Tür sollte sich jetzt öffnen. Meister, die Tür öffnet sich aber nicht. Warum nicht? Wow. Okay, das geht natürlich auch. Blob. Au, 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 au. Mein armer Rücken. Meister, alles in Ordnung? Ja, wie geht's dir, Junior? Mir geht's gut. Oh, da ist etwas zum Grübeln. Anscheinend sind wir in eine Grube gefallen. Grube? Das ist es also, dieses Loch? Hey, Meister. Was ist denn? Diese Fackel. Ich bin wohl nicht dazu da, um die Tür zu öffnen. In Wahrheit haben wir diese Falltür geöffnet. Das war eine Art Falle. Hi, ich bin so freudig darüber. Falle? Aber auch, wenn es wirklich eine Falle war, ist es so dunkel, dass ich nicht erkennen kann. Sieht fast so aus, als seien wir in eine schwierige Situation geraten. Ja, du, wer immer das nun ist, sa. Hey, ich höre etwas. Ja, da versucht jemand zu rappen. Als ob es näher kommen würde. Du, wie kannst du so ruhig bleiben? Ich bin nicht ruhig. Oh, guck dir den Avatar an, oh mein Gott! Ich bin unglaublich aufgeregt. Oh mein Gott. Oh, hi, na? Das ist ein Monsterraum. Und was für einer? Da sind sie. Gib mir unser Bestes. Machen wir das nicht immer? Sei niemals unvorbereitet, als brennt sich wird, Junior. Gott, müssen wir jetzt ernsthaft... Oh meine Güte, warum? Ich muss da kurz was drauf trinken. Ach du Scheiße. Wieso ist es hier unten sonnig? Naja, wer weiß. Gut, aufgefüllt wurden meine ganzen Attacken ja. Macht das hier vielleicht irgendwas anderes noch? Vielleicht setzen wir mal Bitterkuss gleich einfach ein. Schauen wir doch mal, was wir haben. Also, die Orbs bringen uns hier, denke ich mal, nichts. Wobei, ich weiß nicht, ob das... Zählt das jetzt als Bosskampf? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich probiere es trotzdem einfach mal aus.
Wir haben ja so viele davon. Komm, versuchen wir es mal. Nein, das hat offensichtlich nicht funktioniert. Gut, wen stufe ich denn als gefährlich ein? Dich da erstmal. Du stehst mir gerade so wunderbar gegenüber. Bitterkuss! Oh, die sind leicht zu besiegen, sehe ich gerade. Die haben ja gar nichts drauf. Warum? Ich dachte, die wären voll stark. Oh Gott, Amado. Nein, jetzt ist Amado auch noch. Dürfte ich bitte meinen Zug machen? Dankeschön. Zack, boom. Okay, hätten wir mal gesagt, dass die so leicht zu besiegen sind, dann hätte ich mir nicht so einen Stress gemacht. Autsch. Aua, der macht viel Schaden. Boom. Amado, oh Gott. Hilf mir bitte, ich brauche Hilfe. Au. Meine Phrasen, das scheint der Anführer zu sein. Naja, oder auch nicht, weil er war jetzt im Endeffekt genauso schnell tot. Oh, schon wieder Belebersamen verschwendet, das ist aber nicht gut. Guck mal, da Schambolzen löst Anziehung aus. Hahaha. Ja, Amado geht mal da unten eine kleine Runde. Na gut, dem machen wir nicht viel Schaden, aber das ist aufgrund des Typs auch nicht zu ver... ja. Nicht verwunderlich, das wollte ich sagen. Dankeschön. So, boom. Was zur Hölle? Achso, hier stimmt der Erzwinger, ist aktiv. Mein Gott, Amado, jetzt... Hilfe, Amado, jetzt mach was. Kann jetzt nicht reden. Na gut, dann nicht. Ich würde gerne mal... Ah, dankeschön. Amado kümmert sich da schon drum, denke ich mal. Amado, do it. Do it. Sehr gut. Das war leichter, als es aussah. Also, als vermutet. Buh, die haben mir gerade so abgewehrt. Die Mann, da drüben kann ich ja nicht erkennen. Ah, daher kommt das Sonnenlicht. Okay. I said nothing. Sehen wir uns das mal an. Hübsch. Wo sind wir denn nun gelandet? Hey Meister, wir sind draußen. Anscheinend gelangt man an diesen Ort, wenn man die Schlucht verlässt. Bei den Felsen und Steinen. Ich erkenne da verwitterte Säulen und etwas, das wie eine steinerne Mauer aussieht. Sag bloß, kann das wirklich... Oh Meister, schau dort drüben. Oh, wow. Ich konnte in der Ferne schemenhafte Ruinen erkennen. Ich wusste es. Das hier ist eine uralte Stadt, die von der Zeit begraben wurde. Oder so ähnlich. Keine Ahnung. Hey Meister, ich wette, dort drüben gibt es eine Menge Schätze. Schnell, wir müssen dorthin. Ich bin so aufgeregt. Wartet. Garantiert, oder? Ich wusste es. Ja, habe ich dich endlich gefunden, Amaldo. Ich bin Nidoking. Ich bin ein Erkunder. Was? Was hast du gerade gesagt? Hi, na? Oh, Peppe, Mimi und alle anderen. Geht es dir gut, Fluff, Fluff? Bist du unverletzt? Mir geht es gut, Mama. Wieso fragst du? Freunde, Freunde, was habt ihr denn alle? Fluff, Fluff, hör gut zu. Das Pokémon, neben dir Fluff, Fluff ist, das ist ein Ganova. Oh, nö, das ist kein Ganova. Also, wahrscheinlich schon, aber ich hab ihn trotzdem lieb. Was? Ein Ganova? Ein Bösewicht, das ist, was dieses Pokémon macht. Möchte schon ein Bösewicht sein? Ganz genau. Dieser Amaldo ist ein Pokémon, dem wir schon eine ganze Weile auf den Fersen sind. Um diesen Amaldo endlich zu stellen, bin ich hierher gekommen. Nidoking sagt die Wahrheit. Warum glaube ich dir eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Amaldo ist ein Ganova der Kategorie B und ich bin ein Ganova der Kategorie S. Das heißt, ich bin über euch... Oh, habe ich das gerade laut gesagt? Tut mir leid, das war nicht meine Absicht. Wir haben bereits die ganze Zeit, die ganze Region nach ihm abgesucht. Ja, genau, während ich keine Donuts gegessen habe. Naja, die meiste Zeit eben. Nachdem wir Nidoking seinen Aufenthalt dort erfahren haben, sind wir hergeeilt. Nach meinem Donut. Oder zwei. Oder drei. Das. Also gut. Lass die Glöhn laufen, Amaldo. Das ist eine Lüge. Ich kann nicht wahr sein. Keine Angst, Kleiner. Alles wird gut. Ein Kind mit hier hineinzuziehen. Du bist wirklich abscheulich. Und er war tatsächlich ein Böser, da muss ich sagen. Das Spiel hat jetzt quasi das erste Mal es geschafft, etwas mal zu machen, was ich nicht vorher gesehen habe. Nein, ich habe ihn darum gebeten. Und Meister ist kein böses Pokémon. Das ist gut, bringen wir es zu Ende. Stopp, bitte. Hört mich an. Mach schon, beweg dich. Oh. What the hell? Miep, 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 Fehler. Was ist das? Windows stürzt ab. Windows stürzt ab. Verdammt. No. Der Erdboden. Er wackelt. Oh mein Gott. Dankeschön.
Halt! Aufhören, Junior! Achso, halt! Aufhören, Junior! Was? Ich bitte dich! Hör bitte auf! Mich? Wenn du Nidoking und Magnezone Schaden zufügst, dann wirst auch du zu einem Ganoven. Und was wirst du dann machen? Also bitte hör auf damit! Meister ist kein böses Pokémon. Ich kenne ihn mittlerweile so gut, dass ich das weiß. Oberwachtmeister Magnezone. Ja, ich habe gerade geschlafen, Entschuldigung. Auf ein Wort. Ich werde nicht versuchen zu fliehen. Das verspreche ich. Verstanden. Es tut mir leid, Junior. Es ist genau wie Nidoking gesagt hat. Ich bin ein Ganove. Ich bin ein Bösewicht. Hör mir zu, Junior. Ich bin ein Ganove. Deswegen habe ich die ganze Region nach mir abgesucht. Sie, Entschuldigung. Um meiner Festnahme zu entgehen, bin ich gelaufen. Oh, die Musik, Leute. Schön. Und dann habe ich mich im Trübwald ausgeruht. Ich habe mir das Gerücht über den Trübwald ausgedacht. Das Gerücht, demzufolge tief im Dunkeln ein fürchterliches Monster hausen soll. So hatte ich im Wald meine Ruhe. Und hoffte nie erwischt zu werden. Und mit der Zeit habe ich mich dem Trübwald eingerichtet. Ich wollte dir eigentlich bereits früher die Wahrheit sagen. Nur habe ich es nicht fertiggebracht. Das tut mir leid. Meister. Wie dem auch sei. Ich bin ein Bösewicht. Aber du bist anders. Deswegen kannst du nicht bei mir bleiben. Aber hatten wir nicht jede Menge Spaß miteinander? Ich wollte noch so viel mehr von dir über das Erkunden lernen. Wenn der Meister nun verschwindet, was soll ich dann machen? Junior, hat dir das Erkunden Spaß gemacht? Ja, sehr. Dann werde mir zu Ehren ein großer Erkunder. Sei nicht so dumm wie ich. Du besitzt ein Naturtalent für Erkundungen. Daher solltest du dein Bestes geben, um ein unglaublicher Erkunder zu werden. Tu es für mich. Meister. Es ist an der Zeit. Junior, das habe ich wirklich genossen, mit dir während der ganzen Zeit auf Erkundung zu gehen. Es war mir klar, dass die Gefahr besteht, auf diese Art gefasst zu werden. Aber trotz des Risikos bin ich mit dir auf Erkundung gegangen. Und solange du bei mir warst, hatte ich eine Menge Spaß. Dies war das erste Mal, dass ich wirklich genossen habe, zu erkunden. Und du hast mir gezeigt, wie viel Spaß man dabei haben kann. Dafür möchte ich dir danken. Oh, Meister, aber ich möchte nicht, dass du gehst. Junior, versuche zu verstehen. Ich muss für die Dinge gerade stehen, die ich getan habe. Aber wenn ich meine Strafe verbüßt habe und ich immer noch so fühle, dann werde ich erneut erkunden. Ich weiß nicht wann, aber wann dieser Tag kommt, wenn dieser Tag kommt, würde ich liebend gerne wieder mit dir auf Erkundungen gehen. Ich entschuldige mich für die Verzögerung. Oh. Traurigster Moment bisher. Meister! Nimm das hier. Wir sehen uns. Der Abwehrorb. Ich hab's gewusst. Meister! Muss ich mich kurz zusammenreißen? Mann, wir sind doch erst bei noch nicht mal bei Part 30 angelangt. Das letzte, was mir mein Meister gab, es war das Ding, was wir auf unserer ersten gemeinsamen Erkundung gefunden hatten. Jener Abwehrglobus. Verstehe. Du hast also schon als Kind mit dem Erkunden angefangen. Ja, deswegen ist dieser Abwehrglobus mein Grundstein. Und was passierte mit dem Meister, Gildenmeister? Mit deinem Meister, Gildenmeister? Seid ihr danach wieder zusammen auf Erkundungen gegangen? Er hat noch eine Menge erlebt. Es hat schon seinen Grund, dass er mein einziger Meister ist. Aber heben wir uns diese Geschichte lieber für ein andermal auf. Ich habe irgendwie eine andere Stimme auf einmal. Heute bin ich dafür zu erschöpft. Weißt du, immer wenn ich diesen Abwehrglobus betrachte, denke ich an ihn. Das ist der Grundstein meiner Karriere als Erkunder. Und sicherlich gibt es eine Menge Ganoven in dieser Welt. Sie werden gefangen und bestraft, aber wirklich böse Pokémon.
die existieren gar nicht. Stuff Credits, ein zweites Mal, Leute. Die zweite Bonus-Episode, die wir damit beendet hätten. Und oh mein Gott, ich muss mich da gerade echt wieder arg zusammenreißen. Das fängt ja schon wieder gut an und das Spiel ist noch nicht mal vorbei. Es war eine Bonus-Episode und das Hauptspiel kommt erst noch. Oh mein Gott! Das war so schön. Das arme Fluff-Fluff tat mir so leid. Und das arme Maldo, ich habe mich tatsächlich geirrt. Ich hätte gedacht, Nidoking, das war einfach zu obvious. Deswegen dachte ich, das kann nicht so sein. Aber was soll ich sagen? Es hat sich dann doch bewahrheitet. Nidoking hat Amaldo festgenommen und Magnezone ebenfalls. Aber was soll man schon sagen, Leute? Amaldo hat den legendärsten Erkunder aller Zeiten ausgebildet. Er war sein Mentor, der Mentor von unserem Gildenmeister Knuddeluff. Meine Güte, ist das nicht episch? Doch, es ist episch. Dieses Pokémon verdient Anerkennung und Respekt. Und irgendwie befürchte ich leider, dass wir wahrscheinlich nicht erfahren, was aus ihm würde, weil ich denke mal nicht, dass ein Pokémon mehrere Bonus-Episoden haben. Außer es kriegt noch eine von Amaldo, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall sehr schön, dass wir quasi jetzt auch Knuddeluffs Geschichte erlebt haben. Und natürlich, ist das gerade mal wieder eine wunderschöne Musik hier im Hintergrund, muss ich sagen. Das Spiel hat einen echt sehr schönen und herzerwärmenden Soundtrack, muss ich mal sagen. Nur mal so nebenbei. Das heißt also, wir werden beim nächsten Mal, Leute, wieder mit der Hauptquest weitermachen. Entsprechend also mit dem Zwirfinst-Kapitel. Da war irgendwas, Zwirfinst irgendwas. Ich weiß nicht, wie das Kapitel genau hieß. Auf jeden Fall, dort werden wir dann entsprechend beim nächsten Mal weitermachen. Wir lassen jetzt noch die Credits durchlaufen, damit wir das noch entsprechend genießen können. Und ja, da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, das, also ich fand Bidizas Geschichte ja schon echt herzerwärmend, aber das gerade, das, hat das meiner Meinung nach doch nochmals um einiges getoppt. Und ich kann irgendwie Knuddeluff jetzt besser nachvollziehen. Schön zu sehen auf jeden Fall, dass er sich quasi überhaupt nicht verändert hat von seinem kleinen Baby-Dasein als Fluffluff vom Charakter her. Ach ja, so eine frohe Natur und eine unglaubliche Energie, die in ihm steckt. Was wohl aus den anderen geworden ist, also aus Cosilla, Feline und so. Nun ja. War das seine Kindheitsfreunde, nicht wahr? The Pokémon Company Chansoft oder Kansoft, wie auch immer. Jep, jep, jep. Und ich glaube, das war's auch mit den Credits dieser Stelle, oder? Ja, da kommt auf jeden Fall nichts mehr. Ach, wie herrlich, Leute. Wie geht's denn euch da? Also, ich fand das jetzt schon echt sehr emotional, muss ich sagen. Sehr mitnehmend. Doch, kann ich nicht anders behaupten. Und das war's. Nicht von diesem Let's Play, halt von dieser Folge. In der Bonus-Episode halt eine P und Items werden die Zwölf finden. Ah, genau, das war's. Okay, das war, wo ich mir nicht sicher war. Boah, wow. Wow, jede Menge Sachen auf jeden Fall. Nehmen wir mal ganz im Ernst, Leute. Ich fand das echt wirklich, wirklich rührend. Ihr nicht? Ich schon, doch wirklich. Das war toll. Schön, schöne kleine Geschichte. Ich hoffe, wir werden noch einige dieser Bonus-Episoden haben. Ich möchte diese Charaktere alle gerne mehr kennenlernen. Es wäre übrigens sehr nett, wenn ihr mir verraten würdet, wie viele Bonus-Episoden es gibt. Ich möchte nicht wissen, von wem. Ganz wichtig, nicht von wem. Ich möchte nur wissen, welche es gibt. So, Leute, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal... Ach, guck mal, wir haben Groudon besiegt. Das wird uns unten vermerkt. Und wow, da sind noch eine Menge Spalten offen. Eieiei. Gut, Leute, das war aber erstmal Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam Himmel für heute. Wir sehen uns im nächsten Part wieder hier. Und es geht dann weiter mit der Zwirfinst-Aufgabe. Bis dahin, ciao.